Herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. Ja, nachdem ich seltsamerweise gerade den kompletten Dungeon nochmal spielen musste, mein Level ist zwar gleich geblieben, also ich hatte vorher auch knapp 24,5, aber für aufmerksame Beobachter, ich glaube, ich war ungefähr hier so auf der Höhe und ja, durfte jetzt den ganzen Dungeon nochmal komplett neu machen, inklusive des schweren Monsters, dieser komischen Krabbe und inklusive des Werwolfs am Ende. Warum, weiß ich nicht, aber ja, wir machen jetzt erstmal hier mit der Story weiter. In diesem Moment zieht unsere Armee zum Medrick Kloster. Der alte Mann, ich meine Sir Bernard, hat sich um mich gekümmert, seit ich ein Kind war. Er kämpfte selbst unter der tyrannischen Herrschaft von Schericht für mich. Und jetzt ist er in Gefahr. Wir sollten uns beeilen. Bitte schließe dich uns an, sobald du mit deinen Vorbereitungen legbar fertig bist. Thirain. Er spielt König mit seinen Zinnsoldaten. Haha, wie kann er nur so dreist sein? Bedenkt man, wie schnell er eine so beträchtliche Streitmacht aufgestellt hat, ist er am Ende doch der Krone würdig? Pah! Wäre er es, strahlte der Bezwinger in seinen Händen. Nicht mal einer Latrine ist er würdig. Oder gar einem Königreich. Ich würde ihn sofort töten. Bräuchten wir ihn nicht für das Siegel des Adlers. Welches euch wohl weit mehr interessiert als mich. Ha, aber ihr braucht mich. Schließlich wollt ihr, was ich auch will. Na, wie auch immer. Diese Feiglinge im Westen werden Thirain niemals folgen. Diese Sache wird langsam ziemlich interessant. So, wo sind wir jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen einmal zurückreisen. Das tun wir doch mal ganz schnell. Also ich vermute jetzt so im Nachhinein, da jetzt ja nicht mehr allzu viel gewesen ist, dass der ja mich den Dungeon nochmal hat machen lassen, weil ich das nicht abgeschlossen hatte. Wobei ich dachte eigentlich, das wäre damit abgeschlossen und ich müsste damit nur noch rausreisen. Ja, so einfach bzw. so schnell kann das gehen. Wir haben auch noch Punkte dabei. Das ist natürlich, für die großen Gegner würde ich das gerne aufstocken. Aber für die kleineren Gegner würde ich auch gerne die normalen Angriffe mal machen. Was macht der eigentlich für einen Schaden? Oh, der macht ganz schön Schaden. Den würde ich sonst auch nochmal eben aufstocken. So. Ach, da habe ich noch gar nichts ausgewählt. Beziehungsweise kann, glaube ich, jetzt erst auswählen. Ich weiß es gerade nicht. Fertigkeitsdistanz. Bei einem Treffer werden die maximalen MP um 6% wiederhergestellt. Abklingzeit, weniger Abklingzeit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hm. 5 Sekunden weniger. Und das hat eine Abklingzeit von 24. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das Problem ist nur, das dauert natürlich ziemlich lange. Ausgeteilter Schaden wäre beim nächsten Mal noch mit dabei. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Abklingzeit. Ich denke mal, das ist das Vernünftigste. Hast du vor, zum Medrick Kloster zu gehen? Ja. Verstehe. Ich habe mich schon gewundert, warum die Soldaten das so eilig hatten. Ich bedauere nur, dass wir dir und Prinz Thirain nicht mehr helfen konnten. Für alles, was ihr getan habt. Aber jetzt können wir alle auf eine Sache zählen. Luthera hat erneut Hoffnung. Und das alles dank dir. Wir sind für all deine Taten unglaublich dankbar. Mögest du auf deinen Reisen stets sicher sein. Bitte nimm dir genug Zeit, um dich gut auf deinen Aufbruch vorzubereiten. Ja, die hatte ich ja jetzt genug, weil ich ja quasi heute Nacht geschlafen habe und alles. Das ist jetzt wieder ein Tag später für mich. Was ist denn das hier eigentlich für ein Zeichen? Ich weiß gar nicht mehr, was gerade passiert. Ach, das ist die Köchin. Ah, okay. Das ist aber ein komisches... Ach, das ist bestimmt eine Kochmütze oder so. Du bist hier! Haha! Und hat meine Krone ihren Zweck erfüllt? Ja, hat sie. Was? Du gehst zum Medrick Kloster? Hast du dich gut vorbereitet? Was? Ich soll mir keine Sorgen machen? Nun, ich bin beeindruckt. Aber ich glaube, du überstürzt das hier. Ich hatte auch gehofft, einen Blick auf dieses Bezwingerschwert zu erhaschen. Ich habe gehört, dass das Schwert des Prinzen einige Sorgen bereitet haben sollen. Ich habe das Gefühl, dass das Schwert den Prinzen gerade testet. Das ist zumindest meine Vermutung. Er braucht bestimmt nur eine Gelegenheit, um sich der Herausforderung zu stellen. Es ist bestimmt schwer zu verstehen, wenn man kein Uma ist. Mach's gut. Wir sehen uns bestimmt wieder. Ich mag dich. Ich bin mir sicher, dass du ganz groß rauskommen wirst. Kann man denn hier noch irgendwas machen? Geschenk kann ich nicht geben. Das können wir auch nicht. Schade. Okay. Na gut. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja, wo müssen wir eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Begib dich zum Met. Ach, da oben. Ah, ja. Bevor wir das machen, wollte ich aber mal ganz kurz, weil ich eins nicht so richtig verstehe, ganz kurz mit euch zur Angelstelle gehen. Also ich habe es so... bereits zum Medrick-Kloster aufgebrochen. Kann man das abbauen hier? Das sieht so... Nee, anscheinend nicht. Ich habe es nämlich auf dem privaten Account so gehabt, dass ich was bekommen hatte mit einer Anleitung im Endeffekt. Wie ging das jetzt nochmal? Moment, ich muss B drücken. Und dann Q, ne? Q fürs Angeln oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oh, das war anscheinend nicht das Angeln. Dann war E das Angeln. Okay. Gut. Das wollte ich mit euch nämlich nochmal gemacht haben, damit man das sehen kann. So, und wenn nämlich jetzt der Schwimmer unten ist, ich glaube, das stand auch gerade hier unten, muss man ganz schnell E drücken und dann zieht die den Fisch wieder rein. Also das ist... Das, muss ich sagen, ist sehr viel schöner und sehr viel vereinfachter, als es doch bei einigen MMOs ist. Ich sag nur, wer Star Stable kennt, weiß, wie viele Probleme ich teilweise mit dem Angeln hatte. Und dass das nicht besonders schön war. So, ich angel jetzt noch einen dritten Fisch. Ich meine, ich krieg da, glaube ich... Ja, ist ja gut. Ich krieg da, glaube ich, jetzt keine Errungenschaft für, aber einen mache ich auf jeden Fall noch. Und dann haben wir auch genug davon gesehen. Ich werde das auf jeden Fall offline schauen, dass ich da auch nochmal angeln gehe. Weil, das zeige ich euch gleich. Weil jetzt genau das passiert, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Man nämlich hier verschiedene Stufen hat. Also man sieht hier, Sammeln habe ich noch nichts gemacht. Mit Holzfällen konnte ich auch noch nichts machen. Jagen und Ausgraben, da habe ich noch nichts für bekommen. Also noch keine Quest für bekommen. Es kann jetzt natürlich sein, da ich das dummerweise schon auf dem anderen Char gemacht habe, dass ich hier die Quest dann gar nicht mehr dafür bekomme. Das wäre aber sehr, sehr doof, finde ich. Weil ich habe nämlich eine Bergbauquest gehabt. Die habe ich meines Wissens nach hier nicht mehr gemacht im Let's Play. Ich meine, ich konnte die euch nicht mehr zeigen. Und ich bin da nämlich schon auf Stufe 3 hoch, warum auch immer. Also es... Ja doch, ich habe unterwegs... Ja doch, die habe ich eventuell gemacht, das kann doch sein. Aber fürs Angeln hier habe ich halt nichts bekommen. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo man das nochmal anklicken kann. Ich hatte definitiv eine Quest dafür. Ich glaube, es war hier unter Ratgeber. Ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade nicht sicher. Ach ja, genau, hier unter Ratgeber. So, das ist alles nicht verfügbar. Warum es nicht verfügbar ist, weiß ich nicht. Ich konnte zum Beispiel Fähigkeitssteine schleifen. Ach, dann liegt das wahrscheinlich da dran. Meister Sammler ist nicht verfügbar. Holzfällen ist nicht verfügbar. Also ich denke wirklich, dass wir das hier einmal nur machen können. Ich weiß nicht warum. Also das ist jetzt so ein Gefühl. Vielleicht könnt ihr mich da korrigieren, wenn ihr das besser wisst. Aber es kommt für mich wirklich so rüber, als ob ich das tatsächlich... Wo laufe ich denn jetzt hin? Tatsächlich nur einmal machen kann. Und dementsprechend... Habe ich den da schon freigeschaltet? Ja, wenn ich da nämlich irgendwann mal rüberpotten möchte. Das ist alles in Ordnung. Ja, das ist toll, dass alles in Ordnung ist. Lass mich doch einfach mal sprechen, bitte. Weil ich finde es halt komisch. Ich meine, mit ihr habe ich jetzt entweder noch gar nichts gemacht oder nur wenig gemacht im Bergbau. Also zumindest nicht so viel, dass ich jetzt direkt auf Level 3 bin. Hier in der Ecke, da waren wir mal. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe ein paar Sachen hier eingesammelt, ohne eben diese Quest gemacht zu haben. Normalerweise bekommt man hier irgendwo die Quest dazu. Das kann man dann in diesem Tagebuch, da, was ich euch eben gezeigt habe, anklicken. Ach, jetzt ist hier schon wieder so ein Event. Lasst mich doch mal in Ruhe mit euren Events. Ich will was anderes gerade machen. Kann man dann anklicken und dann soll man da, wo wir jetzt eben vorbeigeritten sind, halt ein paar Kupferminen waren es, glaube ich, machen. Also einsammeln. Und dann wieder zurückgehen und das Ganze abgeben. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber man kann es halt über dieses Lilane, wo wir eben drin waren, über das Tagebuch anklicken. Und das kann ich halt jetzt nicht. Oh je. Okay. Ist hier viel los. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Als ich den Hof des Klosters fegte, griffen plötzlich Dämonen an. Also bin ich hierher geflohen. Aber jetzt kann ich das Gebäude nicht mehr betreten, weil Dämonen vor dem Eingang lauern. Könntest du dich vielleicht um diese Dämonen kümmern? Und könntest du bitte meinem Lehrer Pater Hendrine sagen, dass es mir gut geht? Ja, klar. Mache ich doch alles. So, hier vorne ist noch unser Hauptquest. Ich bin Tenon und ich gehöre einer Einheit an, die von Sir Bernard geführt wird. Das ist schön. Ich muss leider zugeben, dass ich vor dem Dämonen floh, als ich hier stürzte. Wäre Priester Envil nicht gewesen, wäre ich bereits tot. Du suchst also Prinz Thirain und Amel. Sie waren auf dem Weg zum Kloster, um Sir Bernard zu retten. Aber die Situation ist leider hoffnungslos. Unsere Truppen, angeführt von Sir Bernard, sind so gut wie möglich, wie komplett vernichtet. Mehr erfährst du von Abt Efferin beim Kloster. Doch ich bin immer noch bei den komischen Namen. Und kann dann nicht mehr lesen. Ich weiß auch nicht. Okay, also da oben müssen wir jetzt theoretisch hin. Und hier vor müssen wir irgendwelche Dämonen besiegen. Ja, dann machen wir das doch mal zu Fuß. Wie viele muss ich eigentlich? Hallo, ich will euch besiegen. Zehn Stück muss ich besiegen. Guten Tag, guten Tag. Da sind bestimmt auf dem Weg auch noch welche, oder? Ey, das kann doch nicht sein, dass man die angreift und die einfach abhauen. Hallo. Vollpfosten. Jetzt? Ja, toll. Ist hier oben auch noch was? Wahrscheinlich nicht. Boah, das kann doch nicht sein, ey. Ich habe die jetzt schon halb runtergehauen und jetzt ist der einfach abgehauen, oder was? Komm. Ja, doch. Ich mache mir auch noch irgendwas. Bei 2 EP jetzt nicht besonders viel sind. Ah, wo müssen wir denn hin? Nach da oben. Ich mag den Ort nicht, der ist so dunkel. Das sieht so unfreundlich aus alles. Warte mal, kann man das schon lesen? Gehört das vielleicht zu einer Quest oder so? Ja, vielleicht zu einer Quest. Sagtest du, du weißt, wo Envil sich aufhält? Er ist also in Sicherheit. Ich dachte schon, er würde von den Dämonen umzingelt werden und zu Schaden kommen. Nein, nein, so ist es nicht. Wir müssen hier mal eben was freischalten, bevor ich das vergesse. Ach, wir sind hier in der Kathedrale drin, oh Gott. Also in der Kirche, nicht Kathedrale. Da darf ich mit dem Pferd reiten, das ist ja nett. Mögen die Götter mit dir sein. Du bist die Abenteurerin, von der Prinz Thirain erzählt hat. Sir Bernard riskierte sein Leben, um die Priester zu schützen. Dank ihm konnten wir die Dämonen davon abhalten, das Kloster zu betreten. Aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass sie den Untergrundkanal benutzen würden. Sir Bernard ging in die Katakomben, um die Dämonen aufzuhalten. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Oh, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Prinz Sirene eilte auch dorthin hinunter, als er hörte, was passiert ist. Du solltest ihn unter dem Kloster finden. Ich musste da in Abwasserkanal. Obwohl, da steht nur Kanal, da steht nicht Abwasserkanal. Ich hätte nie gedacht, dass die Dämonen über den unterirdischen Kanal hier eindringen würden. Ich werde es nicht zulassen, dass solche Monster den heiligen Bogen des Klosters betreten. Nicht einmal unter Tage. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du dann diese Dämonen vernichten, die dieses Heiligtum schänden? Jo, klar. Elementare der Dunkelheit, Beobachter der Dunkelheit. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Wo ist denn hier dieser Untergrund, Jungs? Das sieht mir hier nämlich nicht nach Untergrund aus. Das sieht mir eher noch normal. Och, jetzt ist hier auch noch ein Boss dabei. Wollt ihr mich verarschen? Das ist jetzt der Boss. Besiege Beobachter der Dunkelheit. Oh. Hallo. Oh. Den hab ich gar nicht gesehen. Das sind wahrscheinlich... Ja, okay. Gut, ich wollte dich gar nicht angreifen. Sorry. Ich muss, glaube ich, hier runter, ne? Da ist noch ein Beobachter. Hallo! Ah, dann... Moment, nee. Ach, dann dürfen wir wieder zurück erstmal. Obwohl, da werden wir wahrscheinlich sowieso gleich nochmal hinkommen, hoffe ich doch mal. Gehen jetzt erstmal hoch. Das soll ja erstmal in den... Aua! Renn die mich hier einfach um. Erstmal in den Untergrund gehen. So... Alter Mann, ihr seid noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Aber ich fürchte, nicht mehr lange. Wie ich darauf gehofft hatte, mit eigenen Augen zu sehen, wie ihr die Krone an euch nehmt. Amel, gibt es nichts, was ihr tun könnt? Eure Hoheit, für mich ist es zu spät. Sagt so etwas nicht. Schericht wird dafür büßen. Das schwöre ich. Ein König muss seine Wut im Zaum halten. Ein König muss zu seinen Untertanen gütig sein. Ein König muss stets an sich selbst glauben. Der Bezwinger wird wieder strahlen. Benutzt ihn, um Luthera zu altem Glanz als Ritterkönigreich zurückzuführen. Ich glaube an was? Die Macht der Liebe oder was? Nein, er glaubt natürlich an ihn. Das ist meine Schuld. Ich hätte nie um Hilfe bitten sollen. Verdammt! Verdammt! Können wir ihn ein bisschen aufheitern vielleicht? Können wir das? Nee, wir können das, glaube ich, nur, wenn da ein Kreis drauf ist. Scheint, als wäre Prinz Thirain untröstlich. So hat er sich noch nie verhalten. Denkst du, es gibt einen Weg, um Thirain aufzumuntern? Sir Bernard war für ihn wie ein Großvater. Besonders nachdem seine Majestät seinen Vater verloren hatte. Dieser freundliche Lord hat schon immer ein Gefühl des Stolzes im Prinzen von Luthera gefördert. Ich erinnere mich, wie sie sich nett unterhielten, während sie zusammen dem Lied der Tapferkeit lauschten. Wie kann man sich dabei unterhalten? Sir Bernard muss Thirain unglaublich viel bedeutet haben. Das Lied der Tapferkeit. Kennst du es zufällig? Ich hoffe, Thirain hat kann irgendwie aufgemuntert werden. Und ja, ich weiß, dass ich das ein bisschen anders ausspreche, aber... ist das Tapferkeit? Ja. Das Lied der Tapferkeit. Das war sein Lieblingslied. Kommt. Wir haben viel zu tun. Und was? Danke. Du bist immer für mich da und stets eine große Hilfe. So bin ich halt. Wir sehen uns draußen. Jetzt ist nicht die Zeit, um zu verzagen. Ich muss für alle stark bleiben. Ich habe mich entschieden. Aber es gibt immer noch ein Problem. Ja, und zwar... Sagt mir, wo das Problem liegt. Ich porte mal eben kurz zu euch. Nein, 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 nein. Komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Ich bin gerade am Porten. Böser Dämon. Moment, wo war das jetzt hier? Mögen die Götter mit dir sein. Dank. Mögen die Götter mit dir sein. Danke. Jetzt können sich die Geflüchteten sicher fühlen, die hier Zuflucht suchen. Wir sollten dafür... Ja. Bete du mal. Ich bin nicht so der gläubige Typ. Geht die mal hier runter? Ich habe mich entschieden. Aber es gibt immer noch ein Problem. Die Einheit des alten Mannes. Ich meine Sir Bernards Einheit. Kann als Kernstärke unserer Truppen angesehen werden. Aber wenn es so weitergeht... Bitte sieh mich nicht so an. Ich habe Amel bereits von meinen Sorgen erzählt. Und er gab mir eine weise Antwort. Er meinte, wir sollten uns mit einer Fraktion treffen, die sich noch für keine Seite entschieden hat. Mir wurde berichtet, dass es ein Dorf namens Freyad nahe dem Kloster gibt. Ich werde dorthin reisen, um eine Miliz auszuheben. Könntest du in der Zwischenzeit Amel fragen, ob er uns helfen kann, die Unterstützung der Kriegspriester vom Medrick Kloster zu erlangen? Ich würde ja selbst fragen, aber ich glaube, es wäre besser, wenn ein weiterer Priester wie Amel sie fragen würde. Ich will nicht, dass sie unnötig belastet werden. Bitte mach weiter. Die werden auch unnötig belastet, wenn du sie fragst, Junge. Also, beziehungsweise wenn er sie fragt. Mit Abt Efferin sprechen? Ja, das habe ich bereits. Das ist schön. Tatsächlich war er auf der Suche nach der Mondgöttin, um über diese Sache zu sprechen. Abt Efferin hat schon immer den verstorbenen König und unseren Prinzen unterstützt. Vielleicht möchtest du den Abt lieber selbst fragen? Ich werde mich inzwischen um die Verwundeten im Kloster kümmern. Bitte begib dich schon mal zum Dorf Freyat. Jo, die Frage... Ah, nee, Moment, das ist dann hier oben das, ne? Dann nehme ich das danach an. Hallöchen, da bist du. Aber natürlich, ich werde der Bitte von Prinz Thirain nachkommen. Ich habe bereits die Vorbereitungen dafür getroffen, als ich hörte, dass Sir Bernard auf dem Weg war. Das Medrick Kloster wird an der Seite von Prinz Thirain kämpfen. Bitte berichte Zenon, den Hauptmann der Kriegspriester, von meiner Absicht. Jedoch gibt es da etwas, das mir Sorgen bereitet. Du musst wissen, dass Zenon etwas stur sein kann. Die Angriffe auf die Krönungszeremonie und auf Sir Bernard deuten klar auf die Möglichkeit hin, dass Schericht mit den Dämonen im Bunde ist. Aber das können wir noch nicht beweisen. Zenon ist jemand, der solide Beweise braucht, um sich überzeugen zu lassen. Aber er fühlt sich auch verpflichtet, Gefallen zu erwidern. Könntest du also ein paar der Dämonen ausmerzen, die das Kloster angreifen, wenn du auf dem Weg zu Zenon bist? Ich bin sicher, dass du das Thema dann viel leichter ansprechen kannst. Ich soll immer nur Dämonen töten. Warum? Habt ihr nichts Besseres für mich? Na gut, wir nehmen hier unten noch schnell die Quest an. Das ist ein bisschen unangenehm. Könnte ich dich um einen weiteren Gefallen bitten? Ich habe einen Schüler namens Piamo. Er sagte, er wollte seine Schwester Rivella besuchen, die wohl mit Prinz Thirain hierher zurückgekehrt sein soll. Er ist aber nicht zurückgekommen. Aber er sollte eigentlich inzwischen die Reise zum Dorf Freyat und zurückgeschafft haben. Es ist möglich, dass er noch im Dorf ist. Er und seine Schwester stehen sich recht nah. Aber ich habe ein ungutes Gefühl. Könntest du auf dem Weg die Augen nach ihm offen halten? Klar. Dass wir das Ganze immer im Vorfeld annehmen. Hier oben ist es etwas heller. Da stellen wir uns doch mal hin. Ja, bevor wir da jetzt weitermachen mit dieser Sache, würde ich nämlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Achso, ich habe gerade nur fehlgeschlagen gelesen, aber das heißt fehlgeschlagene Lieferung. Ich wollte gerade sagen, einen kleinen Cut machen und dann ja, mit der Hauptstory beziehungsweise auch mit der Nebenquest in der nächsten Folge weitermachen. So langsam spitzt sich die Lage zu und ich bin noch gespannter, als ich es vorher schon war. Bis zur nächsten Folge. Ciao!